Das ist wunderschön. Ja, aber wieso liegt der Ozean direkt neben der Wüste? Und hier sind Kakteen und dort gibt es gar keine Vegetation und der Ozean ist direkt daneben. Wie ist dies bloß möglich? Schau dir diese Landschaft an, sie ist so hübsch und so viel großzügiger. Und oben sind Steine, aber ganz viel Vegetation unten. Ja, hier gibt es so viel Vegetation, weil es mehr regnet. Ach so, regnet es hier mehr? Ich wüsste gern, ob die Böden hier anders sind wegen der Vegetation. Die Oberfläche der Erde ist ständig in Bewegung. Das geschieht sehr langsam. Wir sehen nur Momentaufnahmen. Dabei wirken die beiden wichtigsten Prozesse der Erdoberfläche gegeneinander. Bodenbildung wird von unten angetrieben. Sie geschieht, wenn Gesteine durch Kräfte im Erdinnern nach oben gehoben werden und Gesteine dabei an der Luft vom Regen zu Boden verwittern. Andererseits wird wieder Boden abgetragen, von oben, durch Erosion. Erosion passiert, wenn fließendes Wasser, Wind oder Gletscher auf die Erdoberfläche wirken. Erosion wird vor allem vom Klima gesteuert. An der Erdoberfläche wirkt ein dritter Akteur, die Vielfalt des Lebens in Form von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen. Eine grüne Lage an der Haut der Erde. Wie verändert diese biologische Lage das Wirken der zwei gegenläufigen Prozesse? Oder ist sie sogar der bestimmende Faktor? Diese Überlegungen fordern eine völlig neue Denkweise. Formt die Biowelt die Geowelt? Oder ist die Geowelt die Grundlage für die Biowelt? Oder sind Geowelt der Gesteine und des Bodens und die Biowelt der Pflanzen, Tiere und Mikroben voneinander abhängig? Unsere Kenntnisse über die Prozesse an der Erdoberfläche sind bereits relativ groß. Sie werden jedoch traditionell nur aus den jeweiligen wissenschaftlichen Fächern betrachtet. Die Bodenkunde befasst sich mit Bodenbildung und den Pflanzenwurzeln, die darin wachsen. Die Geochemie befasst sich mit chemischen Stoffumsätzen an der Erdoberfläche. Die Mikrobiologie untersucht die mikrobiellen Lebensgemeinschaften unter der Erdoberfläche. Die Pflanzenökologie untersucht die Zusammenhänge zwischen Klima und Pflanzendiversität. Die Geomorphologie erforscht, wie Landschaften gebildet und erodiert werden. Drei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sprechen aus ihren Fächern. Ich bin ein Geochemiker. Ich erforsche die Chemie der Erde und dies hier ist die Erdoberfläche. An der Erdoberfläche wird Gestein in verwittertes Gestein umgewandelt. Dies geschieht durch Regen, der Säuren enthält. Dies ist ein nicht biologischer Prozess, rein chemisch. Ich bin Michaela Dippold, Bodenökologin von der Universität Göttingen. Ich erforsche, wie die Biologie Elementkreisläufe in Ökosystemen antreibt.
Es gibt zwei Zonen, wo Biota und Boden interagieren. Die Blattauflage, wo die Elemente der Pflanzen dem Boden hinzugefügt werden, und die Rhizosphäre, die winzige Zone, die die Wurzeln umgibt und in der alle Nährstoffe, die von Pflanzen benötigt werden, aufgenommen werden. Ich bin ein Geologe. Ich benutze Gleichungen, die beschreiben, wie Prozesse tief in der Erde Gebirge auftürmen und wie das Klima über Erosion die Topographie formt, die wir heute sehen. Die Erforschung der Haut der Erde bietet eine große Herausforderung. Die Prozesse der Erdoberfläche laufen über völlig verschiedene Zeiträume ab. In der Wissenschaft heißen diese Zeitskalen. Stunden für Mikrobenvermehrung durch Zellteilung. Ein Tag, in dem Pflanzen und Tiere schlafen und erwachen. Jahrzehnte für Baumwachstum. 10.000 Jahre für natürliche Klimaschwankungen. 100.000 Jahre für die Umwandlung von Gestein in Boden. Viele Millionen Jahre für die Verschiebung der Erdplatten. Doch was wir an der Erdoberfläche sehen, hängt auch davon ab, wie lange wir hinschauen. Wenn eine Pflanze wächst, sieht man nach wenigen Tagen bereits sichtbare Veränderungen. Biologische Forschung denkt deshalb gerne in den Zeiträumen, über die Pflanzen wachsen. Hingegen sehen Landformen, wie Berge und Täler, von einem Tag auf den anderen immer gleich aus. Die geologische Forschung denkt deshalb in viel längeren Zeitabschnitten als die biologische. Diese unterschiedlichen Zeiträume sind eine große Hürde für die fachübergreifende Forschung. Das Forschungsprojekt EarthShape möchte diese Hürden der getrennten Forschung überwinden, mit gemeinsamer Geo- und Bioforschung. Es ist ein großes, in Deutschland geführtes internationales Projekt, das im chilenischen Küstengebirge und in deutschen sowie chilenischen Universitäten und Forschungsinstituten verwirklicht wird. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen, wie sich die Aktivität von lebenden Organismen auf die Erdoberfläche auswirkt und wie umgekehrt die Beschaffenheit des Untergrundes das darauf siedelnde Leben beeinflusst. Was ich gern wüsste, dies ist ja keine gewöhnliche Landschaft. Es gibt hier keine Bäume. Wie würde dies funktionieren, wenn es hier Bäume, Gräser oder Sträucher gäbe? Was wir machen müssten, sind Kontrollexperimente mit unterschiedlichem Niederschlag und Vegetation. Dies können wir hier in Chile machen. Um den Einfluss des Klimas auf Pflanzen und Mikroorganismen zu entschlüsseln, werden 4 Standorte in Chile mit sehr unterschiedlichen klimatischen Verhältnissen verglichen. Der sichtbarste Ausdruck des Klimas ist die Vegetationsdichte. Der nördlichste Standort, der Nationalpark Pan de Azúcar, liegt in der trockensten Wüste der Erde, der Atacama-Wüste. Hier können die Wissenschaftler eine Erdoberfläche erforschen, auf der so gut wie keine Pflanzen wachsen. Das Reservat Santa Gracia ist ein semiarides Gebiet, das nur mit wenigen Kakteen und Sträuchern, aber keinen Bäumen bewachsen ist. Der südlichere Nationalpark La Campana hat ein mediterranes Klima mit Palmen und bereits beträchtlichem Niederschlag und einer dichten Vegetation. Der südlichste Standort, der Nationalpark Nahuel Huta, ist ein Regenwald mit viel Niederschlag. Es wachsen Araukarien, diese beeindruckenden Bäume, die bereits aus der Jurazeit stammen. Im EarthShape-Projekt werden erste Daten und Proben in der Feldarbeit im chilenischen Küstengebirge gewonnen. Der Aufbau von Wetterstationen.
Die Installation von Kameras zur Dauerbetrachtung von Bodenveränderungen durch grabende Tiere. Die Messung von Gesteinsfestigkeit. Der Aufbau von Bodenabschirmung als Experiment für die Auswirkung von Regenmengen auf die Vegetation. Die Bestimmung von Mineralen in Gesteinen. Die Aufnahme von Bodeneigenschaften in Bodenprofilen. Die Untersuchung des Untergrundes mit geologischen Bohrungen. Im März 2019 fand in Olmué in Chile die Auftaktveranstaltung der zweiten Phase des Projektes statt. Koordinatoren des bis 2022 laufenden Projektes sind Todd Ehlers, Universität Tübingen, und Friedhelm von Blankenburg, Geoforschungszentrum Potsdam. Herzlich begrüßt wurden vor allem die chilenischen Mitarbeiter von CONAF, der Organisation des chilenischen Nationalparks. Zunächst tauschten sich die 80 in EarthShape forschenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler über die Resultate ihrer Forschung in der ersten Projektphase aus. Es ging unter anderem um die Geologie des Gebietes, Bodenbildung, Vegetationsverteilung und Nährstoffaufnahme in Pflanzen, die Funktionsweise von Erosion, Simulation von Vegetation mit numerischen Klimamodellen. Dann erarbeiteten sie in Gruppendiskussionen Strategien zum künftigen Projektverlauf. Die Doktorandinnen und Doktoranden stellten ihre Promotionsprojekte vor. Ein wichtiges Ziel in diesem Forschungsprojekt ist die Diskussion über die Grenzen der Disziplinen hinweg. Hier diskutieren die Bodenökologin Michaela Diepold mit dem Geochemiker Friedhelm von Blankenburg. Bei der Verwitterung werden Nährstoffe in das Bodenwasser gelöst und Pflanzen können sie aufnehmen. Aber Pflanzen können diese Nährstoffe auch sehr effizient rezyklieren, von der Vegetation in den Boden und zurück in die Vegetation. Aber wird diese Bodenauflage nicht ständig erodiert und durch Wasser auch aufgelöst, sodass Nährstoffe verloren gehen? Ja, aber dies ist genau der Anteil der Nährstoffe, der aus der Tiefe neu aufgenommen wird. Michaela Diepold findet auch gemeinsame Sichtweisen mit dem Geologen Todd Ehlers. Ich habe darüber nachgedacht. Wir haben Klimamodelle und tektonische Modelle und damit können wir verstehen, wie Erosion an der Erdoberfläche stattfindet. Doch wie passen Pflanzen in dieses Konzept? Haben sie Auswirkungen auf Erosion und Verwitterung? Wir könnten gekoppelte Modelle anwenden, der Atmosphäre, der Biosphäre und der Geosphäre, um zu sehen, wie all diese Prozesse an der Erdoberfläche zusammenwirken. Besonders inspirierend ist die Diskussion mit der Materie vor Augen. Um diese Dinge im Computer modellieren zu können, müssen wir zunächst herausfinden, wie Festgestein in loses Material umgewandelt wird, das sich die Hänge herunterbewegt. Gibt es Wege, dies herauszufinden? Ja, wir haben geochemische Methoden, mit denen wir exakt die Geschwindigkeit messen können, mit der Gestein in Boden umgewandelt wird, der dann mit Wasser transportiert werden kann. Aber in einer Landschaft wie dieser haben wir keine Vegetation. Wenn wir in einer pflanzenbewachsenen Landschaft wären, würde dies auch dort funktionieren? Sicher, dies wäre ein Schlüsselexperiment, das man in dieser Landschaft durchführen könnte. Ist die Geschwindigkeit, mit der dies hier passiert, geochemisch anders als in einer Landschaft, die mit Bäumen bedeckt ist? Die Befunde erarbeiten im Projekt 30 Doktorandinnen und Doktoranden aus allen Fachrichtungen. Einige der Fragen sind: Woher nehmen Pflanzen Nährstoffe aus verwittertem Gestein auf? Ich bin Doktorand in Isotopengeochemie. Ich nehme Proben von Gestein, Boden und Pflanzen und nutze Isotope, um den Zusammenhang zwischen Gesteinsverwitterung und Ökosystemernährung zu entschlüsseln. Zurück in Deutschland gibt es noch viele Arbeitsschritte zu tun. Zunächst wiegt Ralf die in Chile gewonnenen Proben im ultrareinen Chemielaboratorium ein. Ihre Isotopenzusammensetzung wird am Isotopenmassenspektrometer gemessen.
Die Isotopenverhältnisse werden dann als Fingerabdruck der Herkunft von Nährstoffen ausgewertet. Eine weitere Frage ist, wie genau kommen Nährstoffe aus dem Boden in die Pflanzen? Ich bin Doktorand in Bodenökologie. Hier erforsche ich Wurzeln und die mit ihnen verbundenen Mykorrhiza-Pilze, die der Pflanze helfen, Nährstoffe aufzunehmen. Im Labor betrachtet er die Struktur von Proben aus Chile im Mikroskop. Er simuliert die Kohlenstoffaufnahme, um den Weg des Kohlenstoffs in der Pflanze und in den Boden nachzuverfolgen. Und wertet die verschiedenen Formen des dabei entstehenden Bodenkohlenstoffs am Gaschromatographen aus. Wie genau funktioniert die Nährstoffaufnahme aus Boden und Gestein in verschiedenen Klimazonen? Eine Landschaft mit stark verwitterten Böden, in dem kaum Ausgangsgestein übrig ist und die von einem dichten Wald bedeckt wird. Es herrscht starker Niederschlag, also ist die Bodenfeuchte, symbolisiert mit blauen Punkten, hoch. Doch woher beziehen die Bäume ihre Nährstoffe, wenn kaum noch unverwitterte Steine übrig sind? Ein faszinierender Kreislauf beginnt. Phosphor in Rot, ein wichtiger mineralischer Nährstoff, der in Gestein und Boden vorkommt, wird aufgenommen. Der Phosphor wird größtenteils durch Pilzhyphen aufgenommen, dieses feine weiße Pilzgewebe, das mit den Wurzeln vieler Bäume verbunden ist. Doch dieser Prozess kostet Energie. Die Blätter nehmen Kohlenstoff durch Photosynthese auf, von dem einiges wieder in die Wurzeln zurückgeliefert wird. Dort wird er zum Teil an die Pilzhyphen übergeben, die davon ihre Energie beziehen. Ein weiterer Anteil Kohlenstoff wird an den Boden abgegeben, wo er sich über Jahre und Jahrzehnte ansammelt und den Boden dunkelbraun färbt. Der organische Kohlenstoff sammelt sich im Boden an. Im Herbst fallen die Blätter nieder und werden zu organischer Bodensubstanz zersetzt. Diese färbt den Boden noch dunkler. Außerdem kann der im Laub enthaltene Phosphor durch das dichte Netzwerk der Pilzhyphen unglaublich effizient wieder aufgenommen werden. Dieser Prozess wiederholt sich. Dies ist ein rezyklierendes Ökosystem. Es bezieht viel mehr mineralische Nährstoffe aus der Blattstreu als aus dem Gestein. In einem trockenen Gebiet, also einem mit wenig Bodenfeuchte, ist das ganz anders. Die Vegetation besteht aus Sträuchern und Kakteen, wächst nur langsam und sie ist nicht sehr dicht. Dennoch nehmen die Pflanzen ihre Nährstoffe mit Wurzeln und Pilzhyphen auf. Aber da nur wenig Streu anfällt, bildet sich auch wenig organische Bodensubstanz, die Pilzhyphen und Vegetation mit Nährstoffen versorgen könnte. Deshalb müssen die Pilzhyphen die Nährstoffe tief im Gestein suchen. Da weniger Vegetation vorliegt, wird auch weniger Kohlenstoff in Wurzeln und Pilzhyphen verlagert. Der gesamte Nährstoffzyklus ist langsamer und die Nährstoffflüsse sind geringer. Das Ökosystem ist ein aufnehmendes, weil es die mineralischen Nährstoffe vor allem aus dem Gestein bezieht. In dem feuchten Gebiet befinden sich im Boden nicht mehr genügend Nährstoffe. Das schnell wachsende Ökosystem ernährt sich im Wesentlichen aus Rezyklierung. In dem trockenen Gebiet mit wenig langsam wachsender Vegetation werden die Nährstoffe vor allem durch Aufnahme aus dem Gestein geliefert. Dies ist der fundamentale Unterschied der Elementkreisläufe in Ökosystemen unterschiedlicher Klimazonen. Eine weitere Frage. Wie wirken sich Klima und Vegetation in den verschiedenen Regionen auf Landschaftsformen und Erosion aus? Ich bin Doktorandin am Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam. Gerade habe ich den Durchmesser von Material im Flussbett gemessen und entnehme Sandproben, um Erosionsraten abzuschätzen.
Aus den Sandproben entfernt sie im Labor mit manuellen und elektrischen Magneten die eisenhaltigen Mineralkörner. Es bleibt das Mineral Quarz übrig. Die Quarzprobe löst sie im Reinstlabor mit Flusssäure auf, denn nur diese ist so stark, dass sie das Mineral Quarz auflöst. Aus dem aufgelösten Quarz misst sie sogenannte kosmogene Nuklide. Diese geben die Erosionsrate des Flussgebietes preis. Mit den Erosionsraten kann sie den Einfluss der Vegetation auf Landschaftsentwicklung erklären. Diese Zusammenhänge können mathematisch mit Hilfe eines digitalen Landschaftsmodells ergründet werden. Wie wirkt sich Klima auf Artenreichtum der Pflanzen und auf die Zersetzung der Blattstreu der Pflanzen aus? Ich bin Pflanzenökologin und erforsche in meiner Doktorarbeit, wie Laubstreu auf dem Boden abgebaut wird, also wie schnell sich Blätter zersetzen. Lisbeth van den Brink wiegt die Proben aus der Laubstreu, um festzustellen, wie unterschiedlich schnell sich die Blätter über die Zeit zersetzen. So erkennt sie, wie Nährstoffe, wie zum Beispiel Phosphor, von Pflanzen aus der Laubstreu wieder aufgenommen werden können. Mit statistischen Methoden ermittelt sie anschließend den Einfluss des Klimas auf den Pflanzenzyklus. Wie fügt man nun die einzelnen Forschungsdaten der Landschaften und ihrer Vegetation zusammen? Eine Möglichkeit für den Hypothesentest ist eine Computersimulation. Tektonische Kräfte bewegen die Erdoberfläche nach oben und heben sie immer höher. Die entstehende Landschaft ist der Ausdruck eines empfindlichen Gleichgewichts zwischen diesen tektonischen Prozessen und dem Klima. Klima entfernt durch Erosion Material und tieft somit die Topographie ab. Diesen Modellen liegen die nach unserer Meinung derzeit besten physikalischen und mathematischen Zusammenhänge zugrunde. Sie erklären, wie verschiedene Prozesse in dieser Landschaft funktionieren. Zum Beispiel: Wandelt Verwitterung und Bodenbildung festes Gestein in losen Boden um, der dann in die Flusskanäle transportiert wird. In den Flüssen wird dieses Sediment dann stromabwärts gespült, sofern genügend Wasser in ihnen fließt. Eine der größten Fragen ist, wie diese Landschaft aussehen würde, wenn sie mit Vegetation bewachsen wäre. Dieses Modell zeigt, wie sich die Landschaft entwickelt, wenn zusätzlich dichte Vegetation auf der Erdoberfläche die Topographie beeinflusst. Für eine dichte Vegetation werden große Mengen an Niederschlag für den Pflanzenwuchs benötigt. Pflanzen beeinflussen jedoch die Art, wie Hänge erodiert werden und wie viel Sediment in die Flüsse gelangt. So können Pflanzen Regentropfen abfangen und damit verhindern, dass sie Boden abtragen. Sie können auch das Fließen des Wassers über die Erdoberfläche begrenzen. Durch ihre schützende Wirkung auf den Berghängen konzentriert die Vegetation nämlich den Wasserabfluss und die Erosion in große, tiefe Täler. Da aber die Gesteinshebung weitergeht, steigen die Berge zwischen den Tälern umso höher. Wenn wir in ein Flusseinzugsgebiet hineinzoomen, sehen wir, wie die Vegetation den Wasserfluss verändert und das Wasser in schmale, tiefe Täler abfließen lässt. Wir sehen auch die intensive Verwitterung des Gesteins durch Wasser und Pflanzenwurzeln. Diese Landschaft ist sehr ähnlich wie die im Nationalpark Nahuel Huta im Süden Zentralchiles. Die nächste Simulation zeigt, wie eine Landoberfläche mit wenig Niederschlag und damit wenig Vegetation aussehen würde. Die wenigen Pflanzen können die Oberfläche nicht mehr so stark schützen wie bisher. Und obwohl es nur wenig Wasser gibt, ist es für dieses viel einfacher, die Oberfläche zu erodieren.
Aus Mangel an Wasser können sich auch keine tiefen Täler bilden. Das erodierte Sediment wird in viele kleine Flüsse in einem dichten Entwässerungsnetzwerk abtransportiert. Wegen des Mangels an Wasser bleibt in den Tälern viel Sediment liegen. Die Trockenheit und der geringere Pflanzenbewuchs führt auch zu weniger Verwitterung und zu dünnen Böden. Diese trockene Landschaft mit sehr wenig Vegetation ähnelt dem, was wir im Norden Chiles im Nationalpark Pan de Azúcar sehen. Haben die Earthshape-Wissenschaftler nun durch ihre Forschung im chilenischen Küstengebirge einen Schritt nach vorn gemacht bei der Erkundung der Abhängigkeiten zwischen Geowelt und Biowelt? Fragen wir noch einmal Friedhelm von Blankenburg, den Geochemiker, Michaela Diepold, die Bodenökologin, und Todd Ehlers, den Geologen. Nach der Beprobung von Pflanzenmaterial, Gestein und Boden und nachdem wir die geochemischen Stoffflüsse und die Isotopenverhältnisse der Materialien gemessen haben, können wir nun sagen, ob Pflanzen ihre mineralischen Nährstoffe aus Gestein beziehen und aus welcher Tiefe oder ob die Elemente freigesetzt werden ohne die Beteiligung von Pflanzen. Und dies ist ein großer Schritt nach vorne in der Frage, ob die Biologie oder die Geologie die Erdoberfläche formt. Wir können die Enzymaktivität und Exsudation aus Wurzeln quantifizieren in der Rhizosphäre, dieser kleinen Zone an den Wurzeln, an denen die Biosphäre und die Geosphäre zusammenwirken. So können wir die Investition von Energie durch die Vegetation errechnen, die somit aktiv die Erdoberfläche formt. Von unseren gekoppelten Computermodellen der Biosphäre, der Geosphäre und der Atmosphäre haben wir gelernt, dass der Typ der Pflanzen und die Zahl der Pflanzen einen großen Unterschied machen für die Topographie, die wir heute vorfinden. Allerdings ist dies nicht immer der Fall. Es gibt Situationen, in denen geologische Prozesse oder Atmosphärenprozesse überwiegen. Dies zu verstehen ist unsere Aufgabe. Jetzt. Sind wir damit am Ende unserer Geschichte? Wissen wir nun, was passiert, wenn Leben auf Steine trifft? Noch nicht ganz. Was unsere Experten ansprechen, ist, dass sie die Abhängigkeiten zwar quantifizieren können, diese aber immer in beide Richtungen laufen. Von Leben zu Steinen und von Steinen zu Leben. Je nach Umweltbedingungen. Zugrunde liegt eine fundamentale Eigenschaft gekoppelter natürlicher Systeme. Rückkopplungen, auch Feedback genannt. Wir haben hier ein Ökosystem, das sich im Gleichgewicht befindet. Nun nehmen wir an, die Gesteine heben sich tektonisch, was zu viel Erosion führt. Sie diskutieren, wie kurze biologische und lange geologische Prozesse ineinandergreifen. Das Zusammenspiel ergibt eine klassische negative Rückkopplung. Zwei Teile existieren in einem Gleichgewichtszustand. Durch eine Störung des oberen Partners von außerhalb wird das Gesamtsystem aus dem Gleichgewicht geworfen. Der untere Partner arbeitet dem entgegen und das System wird in den ursprünglichen Zustand zurückversetzt. Wir können uns dies wie einen Tanz vorstellen. Wir sehen die Gesteinswelt in Grau und das Leben in Grün. Beide tanzen harmonisch im stabilen Gleichgewicht. Eine Störung bringt die beiden aus dem schönen Einklang. Nur langsam holt das grüne Leben die graue Gesteinswelt und ihre Landschaftsform wieder in das Gleichgewicht zurück. Plötzlich tritt noch eine Störung auf, viel größer als die vorherige. Diesmal zieht die Gesteinswelt das Lebendige in das stabile Gleichgewicht zurück. Aber das Gleichgewicht ist ein anderes.
Das System ist in einen veränderten Zustand übergegangen. So funktionieren Rückkopplungen in natürlichen Systemen. Das Erdsystem stabilisiert sich ständig selber durch zahlreiche solcher Rückkopplungen. Eine ist die Gesteinsverwitterung, bei der die Biologie eine Rolle spielt. Die Gesteinsverwitterung verbraucht durch Kohlensäure ständig CO2 aus der Atmosphäre, wenn auch sehr langsam. Damit balanciert die Gesteinsverwitterung die Abgabe von neuem CO2 aus Vulkanen. Da CO2 die Erdatmosphäre erwärmt, stabilisiert diese Rückkopplung das Erdklima schon seit vielen Millionen Jahren. Die Pflanzen der Erde stabilisieren das CO2 der Atmosphäre und damit das Erdklima viel schneller, über Jahreszeiten. Steigt die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, wachsen auch mehr Pflanzen, weil sie mehr CO2 durch Photosynthese aufnehmen können. Das CO2 in der Atmosphäre fällt wieder. Doch heute führt der Mensch durch seine Lebensweise große Mengen zusätzliches CO2 der Atmosphäre zu. Er wirft diese Balance aus dem Gleichgewicht. Und weder die Vegetation noch die Gesteinsverwitterung der Erde können die Balance schnell genug zurückholen. Die globale Erwärmung mit großen Auswirkungen für die Oberfläche des Planeten und die Menschen ist die Folge. Mit der Forschung zu den gekoppelten Prozessen in dieser zerbrechlichen Zone, in der das Leben auf Gestein trifft, versuchen die Mitglieder des Earthshape-Projekts, die Empfindlichkeit dieses Systems gegenüber Störungen abzuschätzen. Damit wird es auch möglich, die Auswirkungen des vom Menschen induzierten Klimawandels zu bewerten und Schritte zu skizzieren, um diese große Störung, die unser Leben auf schwer vorstellbare Weise beeinflussen wird, möglichst zu verhindern. Thank you.